Jo, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Nachbarn, die lieben Nachbarn. Ich möchte gerne mit euch über die Nachbarn reden. Was habt ihr mit euren Nachbarn schon so alles Schöne und Unschöne erlebt? Alles Mögliche und alles Unmögliche. Das ist ja ein großes Thema, die Nachbarschaft. Da hat ja jeder von uns so seine Geschichten schon erfahren. Da gibt es tolle Nachbarn, mit denen man durch dick und dünn geht, aber es gibt auch sehr schlimme Nachbarn. Und dann kann das so eine richtige Hölle und so ein richtiger Kleinkrieg sein, den man da miteinander austrägt. Aber es gibt natürlich auch viel prickelnde Sachen zwischen Nachbarn, so im Bereich der Erotik, was da so alles im Geheimen unter Umständen abgeht. Also, das ist ein großes Thema und ich bin gespannt, was ihr mir darüber erzählen werdet. Also, Thema Nachbar 0800 220 50 50 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Victoria. Hallo. Und Victoria ist 24 Jahre alt. Das stimmt, ja. Ne? Ja. Hallo, Victoria. Zum Thema Nachbarn. Ja, meine Freundin ist auch meine Nachbarin. Wie praktisch. Ich wohne hier seit 3 Jahren. Ja, also wohnt ihr so auf gleicher Ebene? Ja, wir wohnen im Erdgeschoss. Im Erdgeschoss. Du rechts, sie links oder umgekehrt? Nee, schon richtig. Mhm. Und seit 2 Jahren habe ich halt einen Freund. Und dann hatte ich halt mal früher Feierabend, wollte zu ihr. Seit wann hast du einen Freund? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren, mhm. Ja, dann wollte ich halt mit ihr quatschen und so und dann bin ich halt dahin und frage, ob sie Zeit hat und Lust auf einen Kaffee und sie so, nee, ich habe keine Zeit, total hektisch gewesen, knallt mir die Tür vor der Nase zu, hab ich gesagt, die ist bestimmt im Stress. Mhm. Eine Stunde später wollte ich mit dem Hund raus und dann sehe ich sie mit meinem Freund im Hausflur, wie die sich gerade küssen. Ach. Ja, und dann frage ich, ich bin natürlich total ausgerastet. Wie, du kommst aus deiner Tür raus? Ja. Mit dem Hund? Und bist du im Haustür und da siehst du die beiden, wie die vor ihrer Tür knutschen, oder wie? Ja, genau. War wohl ein Abschiedskurs. Ach. Ja, die haben mich auch gar nicht erst bemerkt. Nach 10 Sekunden habe ich das erst realisiert, schrei die total an. Meine Freundin war total perplex. Was hast du geschrien? Was hast du gesagt? Was sagt man da? Was das denn soll? Ich war ja total aus dem Häuschen. Ja. Was soll das? Ja. Wie lange geht das schon? Und warum hast du mir vorhin die Tür vor der Nase geknallt, wenn mein Freund bei dir ist? Und also das hast du dann schon so schnell gecheckt, dass er dann wohl da drinne war und sie sich deshalb so verhalten hat und so weiter. Genau. Ah ja. Mhm. Und dann hat er mir dann gestanden, dass die seit einem halben Jahr eine Affäre haben. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Ja. Das ist ja wirklich ein Hammer. Das heißt, eine ganz geheime Affäre. Es ist deine beste Freundin, sie wohnt neben dir und eine geheime Affäre mit dem Freund. Und das kam dann halt auch raus. Ich habe ihn weitergefragt. Er meinte nur, ja, immer wenn du jetzt arbeiten warst und sie frei hatte und ich auch, bin ich halt zu ihr gefahren. Und er hatte ja auch einen Schlüssel von meiner Wohnung. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es da drüben auch gemacht haben. Ich weiß es nicht. Bist du mit diesem Freund noch zusammen? Ich habe seit 2 Wochen mit ihr und mit ihm keinen Kontakt. Das ist jetzt 2 Wochen her. Ja. Sie meldet sich nicht bei mir. Sie weiß, wie sauer ich bin. Und er schellt halt ab und zu, ruft an. Aber na, ich gehe nicht an die Tür. Ich bin auch nicht ans Handy. Aber ihr begegnet euch doch sicher immer wieder im Hausflur, oder? Ja, ab und zu, aber wir reden nicht miteinander. Sie geht an mir vorbei, wenn sie mich sieht, geht sie raus oder rein. Hat sie denn irgendwann danach, jetzt nach dieser Begegnung, versucht, mit dir zu reden und irgendwas zu erklären? Nein, gar nicht. Sie nicht. Auch nicht? Er schon. Auch nicht sich zu entschuldigen? Gar nichts? Nein, nicht. Wie lange ist sie? Ich kenne sie jetzt 15 Jahre. 15 Jahre, das wollte ich gerade fragen. 15 Jahre deine beste Freundin und mit einem Schlag wegen dieser Geschichte ist es vorbei. Ja. Also im Moment zumindest ist Funkstille. Ja, genau. Das trifft einen ja immer doppelt, weil du hast jetzt deine beste Freundin vielleicht verloren und unter Umständen deinen Freund verloren. Ja, genau. Wem bist du mehr böse? Ihr. Ja, ich kenne sie halt jetzt so lange und ja, ich wohne da jetzt seit 3 Jahren und wir haben auch mal drüber geredet und das war ja eigentlich mal so ein Tabuthema. Also, dass sie meinte ja, sowas wird sie nie machen und jetzt kam das alles raus. Sie hätten mir das ja früher sagen können oder so. Wir waren ja Nachbarn, also ich das nicht gemerkt habe. Ich bin auch ein bisschen böse auf mich. Ein halbes Jahr, ich weiß nicht. Dein Freund hat es dir so gestanden mit dem halben Jahr. Hat er dir denn auch noch nähere Einzelheiten erzählt? Nee, das war ja, ich bin ja aus der Tür raus und das hat sich ja direkt dann aufgeklärt und seitdem halt kein Kontakt mehr. Das war 10 Minuten oder so und dann bin ich mit dem Hund und dann ist er mir noch nachgerannt, aber. Ja. Ich hab jetzt auch nicht ans Handy oder so. Er hat, glaube ich, noch versucht, hier Kontakt ein bisschen, aber. Nee. Aber bist du nicht ganz neugierig, was da gelaufen ist? Ob das vielleicht. Ich habe ein bisschen Angst davor.
also dass da noch mehr rauskommt und Es könnte sein, dass das eine reine Sexgeschichte ist, was die Sache nicht weniger schlimm macht. Missverstehe mich nicht. Wenn sie sich schon einen Abschiedskurs vor der Tür geben, das ist dann. Ich meine, die gehen ja dieses Risiko schon ein. Ich wohne ja Tür an Tür mit ihr. Gab es denn in der letzten Zeit, im letzten halben Jahr, auch mal so Zusammentreffen, wo ihr drei irgendwie gemeinsam was gemacht habt? Ja, sicher. Und die haben immer vor dir Theater gespielt. Richtig. Also sie war bei mir und er kam dann halt vorbei und wir sind ja zu dritt was trinken gegangen oder so. Also ich habe nichts gemerkt. Und da gehen dir jetzt wahrscheinlich viele Situationen so in der Erinnerung durch den Kopf. Ja. Und da macht man sich dann auch schon Vorwürfe, warum habe ich nichts gemerkt, ne? Ja. Ist dir denn jetzt im Nachhinein, wenn du so die Erinnerungen mit dem Brennglas dir anguckst, waren da irgendwelche Sachen, die schon irgendwie ein bisschen auffällig waren, aber die du nicht weiter ernst genommen hast damals? Ja, mal was trinken waren und sie immer so ihm näher gegangen ist, und dann haben die schon geflirtet, aber ich habe gedacht, mein Gott, die kennen sich jetzt auch schon ein bisschen länger. Ja. Ich kenne ihn ja durch sie und ja, da habe ich mir nichts bei gedacht. Ich finde auch völlig heftig, dass sie noch nicht irgendwie einen Kontakt zu dir gesucht hat, wenn ihr 15 Jahre beste Freundin seid. Das ist ja dann nicht von Kindheit auf. Und ja. So, wie willst du dich weiter deinem Freund gegenüber verhalten? Ich weiß nicht, diese 2 Wochen versucht er mich hier irgendwie zu erreichen und ich glaube, ich werde mal mit ihm reden müssen. Finde ich auch. Oder ich gehe morgen mal zu ihr vorbei, aber sie denkt sowieso, dass ich sie jetzt hasse oder sonst was, weil ich kenne sie ja. Ja. Deswegen redet sie auch kein Wort mit mir, weil ich richtig sauer war. Ich würde an deiner Stelle erstmal mit ihm reden. Natürlich musst du gewappnet sein, dass da noch viele Dinge ans Licht kommen, die für dich schmerzlich sind. Aber so ist die Sache irgendwie nicht abgeschlossen im Moment. Ja, stimmt. Ne, also ich will auch gar nicht mehr hier raus. Also wenn, dann renne ich schon aus der Tür raus, weil entweder ich habe Angst, dass er mir entgegenkommt, dass sie mir entgegenkommt. So kann das ja nicht weitergehen. Ja. Und ich möchte jetzt auch nicht unbedingt ausziehen. Nee, klar, warum solltest du auch ausziehen? Ja. Ich finde, du solltest mit ihm reden, aber dann, wenn du da stark genug zu bist, auch das Gespräch mit ihr suchen. Ja. Das ist alles heftig. Aber ich glaube, letztendlich ist es für dich gut, wenn du alle Fakten auf dem Tisch hast und kannst dann aufgrund dieser Fakten entscheiden, wie du dich verhältst. Im Moment ist es ja alles noch sehr emotionalisiert und spontan, dass du einfach gesagt hast, ich rede jetzt nicht mehr mit ihm oder ich mache ihm die Tür nicht auf und so weiter. Ja, ich frage mich aber, als ich bei ihr vor der Tür stand und gefragt habe, ob sie Zeit hat, da hätte sie doch sagen können, nee, da hätte sie das doch schon aufklären können irgendwie. Und das war ja eine Stunde später, dann ging ich da raus und stand nieder. Da hat sie sich bestimmt auch sehr doof gefühlt. Natürlich wollte sie es nicht aufklären, sie wollte das ja weiter geheim halten. Ja. Ne? Ist doch völlig klar. Mein Freund hat mich auch an der Tür gehört und hat auch nichts gesagt. Der hat auch nichts gesagt. Die Situation ist sehr perfide. Sehr. Ja. Ja, musst du durch, Victoria. Musst mit ihm reden. Ja. Musst mit ihm reden. Das ist eine Verletzung, die eine Weile anhalten wird. Wenn man von der besten Freundin und von dem Freund so belogen und betrogen wird, ist das schon übel. Ja. Tja. Ich denke, ich werde ihn dann morgen mal anrufen. Mach das unbedingt, finde ich auch. Alles Gute und viel Erfolg dabei. Dankeschön. Tschüss. Ihr Lieben, unser Thema heißt Nachbarn. Ich möchte gerne mit euch über Nachbarn, über eure Erfahrungen und Erlebnisse mit euren Nachbarn sprechen. Was habt ihr Schönes, Schlimmes oder vielleicht auch schon Frivoles oder Abgedrehtes mit oder wegen euren Nachbarn erlebt? Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter unserer bekannten Nummer unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Der nächste Anrufer ist die Angela. Und Angela ist 40 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domino. Hallo. Nicht Domino. Ja, Domino, ne, ist auch was Nettes. Das ist auch sehr schön, ja. Ja, also als ich das Thema gerade hörte, habe ich gedacht, das ist ja ein Knaller, da musst du anrufen. Das heißt, du hast was erlebt, um was zu erzählen. Ja, es ist so, wir haben mal in einem Haus gewohnt, da waren die Mieter schräg unter uns, das war so ein Pärchen, wo man gesagt hätte, erzkonservativ, CDU-Wähler, das stimmt alles, hyperordentlich und so weiter und so fort. Und die hatten ein kleines Baby und das Kind wurde ein Jahr alt und wir wurden eingeladen zu denen. Wer ist wir? Dein Freund, dein Mann mein und Freund, du? Genau, mein Mann, mein Sohn und ich. Ne? Ah, ja. Also mein Sohn war damals so 3 oder 4 und wir wurden halt eingeladen und sind da halt runtermarschiert. Ja. Und das war auch wirklich so, wie wir es dachten. Ne? Also es wurde politisch in eine Richtung geredet, wo wir besser dachten, okay, halt einen Mund, es sind ja nicht deine Freunde, ne? So, und dann verpflichtigte sich so gegen 11 Uhr circa diese konservative Geburtstagsgesellschaft. Man trank etwas? Man trank etwas. Ja. Und auf einmal sagt so der Mann von diesem Ehepaar,
lass uns doch mal einen Joint rauchen. Ach. Ja. Wie viele Leute waren dann da? Wir waren noch nur noch zu viert. Nur noch also zu viert. Praktisch dieses Pärchen und wir. Wir wohnten halt im Haus. Vorher waren noch ein paar andere Leute da. Vorher waren noch ein paar andere Leute da, aber da war das natürlich nicht angebracht. Also ich habe damals, mein Verhältnis zu Joint-Rauchen wusste ich halt, mein Freund mag es nicht, also lässt du es. Aber Gott, witzig finde ich es halt trotzdem so. Nun wusste ich aber ja, dass mein Freund konkret dagegen ist. Ja. Und als also dieser konservative Mann sagte dann, lass uns doch mal einen Joint rauchen. Genau. Und gerade bei diesem Paar habe ich ja nun nicht gedacht, da kommt so eine Frage auf. Und naja, nun fragte halt dieser Ehepartner, wollen wir mal einen Joint rauchen? Mhm. Und ich sagte halt so, auch von mir aus schon. Ja. Mein Freund ging aber davon aus, die haben sowieso nichts im Haus und labern nur. Ja. Und sagte, na klar, das machen wir. Und ich dachte noch, na jetzt geht aber hier was ab. Ja. So, dann holten die also wirklich Gras raus, das sie da gebunkert hatten. Das wurde in eine Pfeife gestopft. Die haben also die Pfeifen heiß geraucht. Ja. Nicht so von wegen, wir machen uns hier eine nette Rolle. Mhm. Und dann ging aber, dann ging es erst richtig los. Dann wurde Musik eingeschmissen. Mhm. Was für Musik? Elton John. Elton John. Elton John, werde ich nie vergessen. Deswegen, Elton John hat immer eine besondere Bedeutung bei mir. Ja. Und dann fing dieses Paar an zu strippen. Ach. Ja, also... Ich habe gerade gar nicht gefragt, ich habe es gefragt, wie alt die waren. Die waren genauso alt wie ich, so. Genau. Die waren da Mitte, Ende 20. Ja. Und dieses Lied von Elton John, Sacrifice Your Love oder so ähnlich heißt das, ja. Das war dieses Prunkstück. Und daraufhin fingen sie also an zu strippen und also auch wirklich so animierend, komm, wir machen Gruppensex. Ja. Und ich bin eine ziemlich verklemmte Person, ja. Und habe immer nur gedacht, oh Gott, wo sind wir hier, wo sind wir hier? Aber du hast es auch schon ein paar Züge genommen. Ja, ja, klar, geraucht habe ich, weil ich gedacht habe, ist doch witzig, mal wieder eine Gelegenheit, mal was rauchen, so kann lustig werden. Allerdings habe ich niemals damit gerechnet, dass sich da Menschen jetzt anfangen auszuziehen und da so, sexy, hexy-mäßig die Tanz schwingen. Also sie fing an, sich wirklich auszuziehen? Ja, aber komplett, ne? Komplett. Also irgendwann lag er dann auf dem Boden, sie regelte sich dann oben ohne schon auf ihm rum und so. Und ihr saßt wie versteinert da? Also ich wie versteinert, mein Freund saß so, was machen wir hier nun? Ja. Und dann sagt eben sie so zu mir, ach, zieh dich doch auch aus. Ja, genau. Und dann meine ich so, nee, das macht mein Freund zuerst. Und dann guck ich. Und der sagte aber, nö, ich zieh mich nicht aus. Und ich habe nur gedacht, du Verräter, super, danke, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und verzog sich dann halt auf Toilette. Mhm. Und als er auf Toilette war, war ich mit diesen dreien, oder waren wir dann da nur noch zu dritt, ja. Mit diesen beiden, ich sag mal, echt lustgepowerten Menschen. Ja. Und dann war es wirklich so, der eine flankierte mich rechts, der andere flankierte mich links. Angela, was hast und du gemacht? War es, da sagte dann der Mann zu mir, ey, ich will auch mal deine Titten sehen. Mann! Ja, also voll die krasse Kiste, ne? Und mein Freund kam von Toilette und ich bin halt voll panisch. Ich habe nur noch gesagt, ich muss raus hier aus dieser Wohnung. Ne? Und dann sind wir halt gegangen. Fluchtartig? Aber wirklich fluchtartig, in den ersten Stock hoch. Der Sohnemann war ja schon lange weg, ne? Ja, der lag schon lange ruhig schlafend, nichts denkend, was da passieren könnte. Dann habt ihr euch diese wunderbare Chance entgehen lassen, da mal zu viert zu strippen? Also ich glaube mal, wenn ich diese Chance haben wollte, würde ich mir andere aussuchen. Mit also in der Tat seid ihr dann gegangen und das war's dann. Wir sind dann erstmal gegangen nach oben und haben halt gedacht, mein Gott, das kann ja nicht angehen. Und ich hatte ihm dann halt auch gesagt, was der zu mir nun gesagt hatte und fand es scheiße, dass der nun sagte, ich mach das nicht mit sich ausziehen. Und dann meinte halt mein Freund zu mir, wenn ich jetzt in der Situation gesagt hätte, okay, ich mach das, sagt er, dann wärst du als Späte wieder wirklich dran gewesen. Ne? So. Und am nächsten Morgen war es dann so, dass dieses Ehepaar zu uns nach oben kam, sich also furchtbar entschuldigte und wir hoffen, dass wir das alles nicht so eng sehen und das war ihnen ja auch unangenehm, passte ja auch so gar nicht zu allem anderen, ja. Wenn man reinguckte mit Raffgardinchen und so. Und ich habe es dann auch wirklich geglaubt, dass ich so dachte, okay, die haben jetzt einen im Kanal. Ja. Das war halt alles ein bisschen überschwänglich. Und dann hat man sich ja natürlich noch öfter mal zu Partys getroffen. Und es war wirklich so, sobald Elton John eingeladen wurde, ging die ab wie eine Rakete und du musstest gehen. Weil ihr genau wusstet, was dann auf euch zugekommen wäre, ja, wenn ihr nicht gegangen wärt. Weil du genau wusstest, was dann praktisch wieder so kommt. Ne? Und der Oberknaller war dann einfach... dass dann mein Freund irgendwie 2 Jahre später oder so, hat er mal in einem Videogeschäft, wo ja auch viele so ihre Home-Porno-Videos rausgeben. Sag's jetzt nicht.
Ne, ich sage jetzt die Vornamen nicht. Nein, aber ich ahne ja schon, was du sagen wirst. Aber das ist die ja voll... beiden waren da vertreten. Und Gott. Ich habe gedacht, das ist ein Hammer. Ein Sündenfuhl bei euch im Haus. Ja, und vor allem, ich meine wirklich, jeder soll ja machen, was er will, was da lustig ist. Ne? Aber das Krasse war halt dieses nach außen hin sowas von spießig und herzkonservativ. Aber wenn ihr dann so normal miteinander umgegangen seid, war das schon okay? War das entspannt und freundlich? Es war halt nur so, nachdem dann praktisch beim zweiten Mal eben Elton John hören. Und ihr wieder weggelaufen. Es ging immer, sie war diejenige, die sich immer auszog. Also er machte dann halt irgendwann mit, ne? So. Aber bei ihr, sobald du bei ihr Elton John mit Sacrifice, Your Love oder Our Love, fing die an, die Klamotten von ihr kaufen. Jetzt sind ja einige Jahre ins Land gestrichen. Ihr wohnt wahrscheinlich nicht mehr da, oder? Nee. Ärgerst du dich im Nachhinein, dass ihr nicht mitgemacht habt? Nein. Also weil, Das wäre einfach nur, also es war so eine, ja, wie soll ich das sagen, so eine Atmosphäre, dass so, weißt du, zwei Menschen sind geil auf dich, aber du hast überhaupt kein Gefühl für die. Mhm. Ja, dann geht es also, nicht. Nein, dann geht es also wirklich. Also wenn ich jetzt so sagen würde, also ich bin ja nur auch ein offener Mensch und wenn mir das mal irgendwann passiert, vielleicht macht mir sogar sowas Spaß. Ja. Aber das war so dieses... Aber da muss es auch stimmen, ne? Mit den, eben, in den Konstellationen, ja. In dem Moment, wo einer zu mir sagt, ich möchte mal deine Titten sehen, da ist bei mir die Stimmung im Arsch, ja. Ja. Ja, aber es war nur gerade herausgesagt. Ja, ne? Also es war wirklich so, ich will grapschen, ich will gucken. Mhm. Und ich sag mal so, ich bin auch froh, dass da nichts passiert wäre, weil ich ja nicht gewusst hätte, wie wäre das dann da im Haus auch irgendwie weitergegangen. Natürlich. Denn es war ja so, dieses sich dafür dann entschuldigen, das war ja schon regelrecht ein Gekrieche und Gerutsche dann so. Ja. Wohl eher noch so von mir, weil ich halt einfach so ganz klar, nee. Aber die hatten das dann alles noch klar in Erinnerung, was sie gesagt hatten und was passiert ist. Ja, und also dieses von wegen, ach, und es ist halt passiert, sie haben es halt im ersten Moment so mit einem Alibi versucht so zu verdecken, das war aufgrund des Alkohols und des Grases und bla bla bla. Mhm. Aber ich habe dann halt über die Fäden, die man dann ja öfter eben doch mal zusammen einfach verbringt, habe ich einfach geschnallt, sobald du bei der Elton John bist, sie ist der Meinung, wir sind jetzt hier unter uns. Sag mal, du hast... in dem Videoshop einen Film von denen gesehen. Also den habe ich gesehen, hat mein Freund gesehen. Habt ihr euch den ausgeliehen? Nein. Warum nicht? Nein. Ich meine, wenn schon, dann muss man doch auch mal ein bisschen... Ja gut, wir beide waren dann auch nicht mehr zusammen und ich weiß nicht, ob er den jetzt nun wirklich sich ausgeliehen hat oder nur heimlich gesagt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich selbst leih mir nun keine Pornofilme zum einen. Nein, aber aus reinen Neugiergründen, wie es denn... Nee, weil, also das war die Nummer, die abgeliefert haben, da konntest du die Augen zu halten und weglaufen. Ne? Das war ja nicht mal was, wo ich gesagt hätte, wow, das war aber eine hocherotische Kiste. Yeah. Sondern sie hatte einen Mann, der war alkoholisch und betäubungsmittelmäßig war der platt. Mhm. Und sie tanzte dann da vor ihm einen ab. Ja. So. Also ich hab's alles vor Augen. Es war eben... Irre. Und also halt, so solche Nachbarschaftsgeschichten gibt es eben auch, ne? Vor allem das Ding war halt, mein Freund und ich, wir wussten ganz genau, dass diese Familie sich mit ihrer Familie über uns, unsere politische Einstellung, unsere Lebenseinstellung garantiert den Mund zerreißen. Mhm. Also es war wirklich, da wurde auf Raffgardine Acht gelegt und dies und jenes. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, und im Keller... solche Grabbelkisten. So. Liebe Angela, ich danke für die Geschichte. Das war eine schöne Geschichte. Ja, die war lustig. Und wenn du mal irgendwas vielleicht Ähnliches nochmal erlebst, wo du dann auch mitmachst, bitte ich um einen Anruf. Gerne. Ne? Ja? Ja, gerne. Ich bin gespannt. Also, euch noch eine schöne Nacht. Dankeschön, dir auch. Tschüss, Angela. 0800 220 5050. Unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse lautet wie immer domian@wdr.de. Unser Thema heute Nacht, Nachbarn. Was habt ihr so alles mit euren Nachbarn schon an schönen oder auch weniger schönen Dingen erlebt? Verbunden bin ich jetzt mit der Susi. Susi ist 24. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Susi. Ja. Ich sag mal, ich habe nichts Positives über Nachbarn zu sagen. Aha, also was Negatives. Und was wäre das? Ich bin 2002 hier in die Wohnung gezogen und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, nach einer gewissen Zeit, also nach 6 oder 8 Wochen, dass mein Nachbar von gegenüber, also im anderen Haus wohnt er, bin ich nachts wach geworden, weil Frauengeschrei war. Mhm. Also konnte man dann, das ging aber so über 2-3 Wochen lang, konnte man dann feststellen, so dass er seine Frau schlägt. Mhm. Habe ich mir dann noch gedacht, okay, wenn die Frau meint, sie muss es sich gefallen lassen, das ist ihre Sache. Aber dann ging es dann so, es wurde dann zum Winter hin, er ist, ich sag mal, Alkoholiker
Und dann irgendwie bin ich ja abends ins Bett und habe dann nur gedacht, weshalb, da steht was vor der Tür. Mhm. Ja, und der hat zwei Kinder gehabt. Zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, das jüngste Kind 3, 4. Er muss wohl so nach dem, so wie es ausgesehen hat, wohl irgendwie in die Hose gemacht haben, keine Ahnung. Und dann hat er das dann bei minus 10 Grad, hat er das Mädel dann draußen vor die Tür gestellt, splitterfasernackt. Mhm. Dieser Nachbar, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Wie wohnte der von dir entfernt? Wie weit? Auf der anderen Straßenseite. Ah ja, also eine normale Straße. Genau, man konnte halt, man konnte im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen hören und man hat die Frau trotzdem schreien hören. Ja, ja. So, und dann sahst du das kleine Kind nackig bei Wintertemperaturen auf der Straße stehen. Genau. Und dann? Ja, dann habe ich erstmal nur gedacht, naja, super Familie. Das ging die ganze Zeit weiter so. Und dann irgendwann... Ja, Moment, super Familie, hast du nicht irgendwas unternommen? Wenn dein Kind... Beim ersten Mal nicht, weil die Sache war dann kurz danach gegessen. Also als ich es gesehen habe und mich eigentlich angezogen habe, war das Kind schon wieder besinnt. Ach so, ja. So, dann war es noch eine ganze Zeit lang nicht, so zwei, drei Wochen nicht. Und dann habe ich dann mit den anderen Nachbarn drumherum eigentlich so ziemlich nett geredet und die meinten, ich sollte mich ja da raushalten. Mit dem Kerl wäre nicht zu spaßen. Ach, die kannten ihn schon. Genau, ja. Und die würden alle, also es hätten sich alle schon Gedanken darüber gemacht, wie man die Kinder am besten von denen wegkriegt. Und aber es sind alle zu feige gewesen, irgendwie was zu tun. Mhm. So, dann war wieder so ein Abend, es war ein Freitag. Ich bin irgendwie nachts um 2 nach Hause gekommen und da war das Haus bei dem war hell erleuchtet. Mhm. So, auf einmal stellte er das Kind wieder draußen splitterfasernackt hin, aber nicht nur hinstellen, sondern er hat dann von dem Mädchen die Hand genommen, hat sie an den Haustürrahmen gelegt und hat die Haustür zugeknallt ein paar Mal. Sozusagen als Bestrafung, dass das Kind in Hose gemacht hat. So, dass die Hand... dazwischen ging, lag, also die hat die Haustür auf die Hand geknallt? Ja genau, er hat die Haustür aufgemacht und dann einfach die Hand von dem Kind an dem Rahmen festgehalten von außen und hat die Tür immer zugeknallt. So, also war die Hand schwer verletzt oder was? Genau. Mhm. So, dann ist er rein, naja, ich habe mir dann gedacht, wenn du jetzt dazwischen gehst, ich so, der knockt dich um. Also habe ich dann gewartet, weil er war drin, hat dann auch alle Schlüsseln runtergemacht, das Kind schon immer noch draußen. Ja, dann habe ich dann das Kind genommen, mit hochgenommen. Er hat dann natürlich die ganze Straße abgesucht nach diesem Kind. Das Kind hat geheult. Und dann hab ich aber das Kind muss doch einen Höllenlärm gemacht haben. Das muss doch irre wehgetan haben an der Hand. Ja, natürlich. Aber die Nachbarn drumherum haben nur zu mir gesagt, ich wäre lebensmüde und ob ich nicht mehr lange leben möchte. Ja, also du hast das Kind dann genommen und zu dir in die Wohnung genommen. Genau, hab das Kind dann soweit, hab dann beim Jugendamt angerufen. Die haben mir gesagt... Noch zu der späten Stunde. Genau, bei so einem Notdienst. Und die haben zu mir gesagt, ich möchte... soll gucken, ob irgendwas mit der Hand ist. Bin auch mit dem Kind ins Krankenhaus gefahren, wurde dann irgendwie gebrochen gewesen, Mittelknochen oder sowas in der Hand. Mhm. Die haben das dann auch aufgenommen, die Polizei kam ins Krankenhaus, so, und die Polizei hat das Kind mitgenommen, hat es wieder zum Vater gebracht. Mhm. Was ist denn generell aus diesem Mann geworden und aus dem Kind? Das ist immer noch so. Das ist immer noch so? Du bist 2002 da eingezogen? Genau. Und du hast noch mehrfach beobachtet, wie das Kind misshandelt wird? Nicht nur, der hat noch eins. Das ging die ganze Zeit. Dann hat er zum Beispiel, Du hast das immer wieder beobachtet, seit so vielen Jahren. Genau. Und hast immer wieder das Jugendamt angerufen. Und da ist nichts passiert. Und die haben die Kinder immer wieder zurückgegeben. Also die haben die Kinder einmal, das war Mai 2003 ungefähr. Da war da wieder so eine Aktion, dass er angefangen hat, seine Frau zu schlagen. Die ist dann abgehauen. Die ganze Straße war in heller Aufruhr, war mitten in der Nacht. Ja, dann hat er die Kinder beide wieder splitterfasernackt da draußen hingestellt. Und dann habe ich sie beide reingeholt. Das hat er aber dann mitgekriegt. Da meinte er, er müsste die Wohnungstür eintreten bei mir. Dann habe ich das Jugendamt, Polizei angerufen. Die haben dann die Kinder mitgenommen, haben ihn nach 8 Wochen die Kinder wiedergebracht, weil er angeblich jetzt keinen Alkohol mehr trinken würde. Aber der Zustand hat sich bis heute nicht verändert. Nö, der ist schlimmer geworden. Und die Kinder sind immer noch da? Ja. Und das die Jugendamt? Die Frau ist weg, aber die Kinder sind da. Die Kinder haben, das Jugendamt hat gesagt, dass der Vater... besser für die Kinder sorgen könnte als die Frau. Und das klingt so merkwürdig, dass man es fast gar nicht glauben kann. Das ist immer noch so. Ich weiß noch nicht mehr, was ich machen soll. Ich meine, es ist... Ich finde, dass man, also wenn das so die Gegebenheiten wirklich so sind, wie du sie gerade geschildert hast, finde ich, muss man schon etwas unternehmen. Ich möchte gerne, dass wir jetzt im Hintergrund mit dir weitersprechen, um da über einige Dinge zu beraten, was man da tun kann. Ja, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen, Susi, und du wirst von uns zurückgerufen. Okay. Und dann überlegen wir gemeinsam, okay?
Ja, super. Okay, danke für den Anruf und für den Hinweis. Vielleicht können wir da wirklich irgendwas in die Wege leiten und etwas helfen. Mhm, okay, okay, danke. Susi, bis gleich. Tschüss. Ciao. Und weiter geht es mit der Sina. Und Sina ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Sina. Einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Einen wunderschönen guten Morgen, ja. Sina, du hast dich auch zu unserem Thema Nachbarn gemeldet. Ja. Warum? Ich habe eine Affäre mit dem Ex-Freund meiner Nachbarin. Mit dem Ex-Freund der Nachbarin? Ja, das kleine Pendant zu der Geschichte von vorhin. Aber die Nachbarin ist nicht deine beste Freundin? Nein, nein. Und es ist immerhin der Ex-Freund? Ja, sie hat sich auch von ihm getrennt, aber demnach ist es trotzdem eine sehr prekäre Situation. Aber du warst mit diesem Mann noch nicht verbunden und verbandelt, als er noch mit deiner Nachbarin zusammen war? Nein, nein, aber da haben wir uns kennengelernt. Ah ja, und da hat es schon ein bisschen gefunkt? Ja, ich habe ihn so gesehen, also ich bin zufällig zu ihr rüber, die sind da gerade frisch eingezogen. Mhm. Und laufe in die Wohnung rein und er sitzt da und ich denke mir, hola, mhm. Wer bist du denn? Mhm. Und er hat mich auch so angegrinst und er ist dann auch noch Spanier und ich habe dann auf Spanisch mit ihm geredet und das fand er dann auch ganz toll und wir haben uns alle ganz gut verstanden, ja. Wie lange waren die beiden denn noch zusammen, nachdem er dich das erste Mal gesehen hat? Vielleicht anderthalb Monate. Aha. Lag das denn an dir dann, dass das zu Ende ging mit denen oder hatten die auch Probleme? Die hatten wohl Probleme. Sie hat sich von ihm getrennt. Also, ach so. Mhm. Ja, was da letztendlich gelaufen ist, ist mir selber noch... Bist du im Moment mit diesem Mann zusammen? Zusammen nicht. Also das ist so eine kleine Liebelei. Also, ach so. Und wie lange läuft das jetzt schon? So 2-3 Monate. Ja. Und du sagst, das ist schwierig, dass die Ex da im Haus wohnt und dass die beiden sich vielleicht begegnen könnten oder so. Habe ich das so verstanden? Richtig verstanden? Ja, ist auch so, ist auch so. Also ich muss jedes Mal die Türe erstmal aufmachen und rausschauen, wenn er kommt oder wenn er geht, dass sie ja nichts mitbekommt, weil es mir ganz arg ist. Also ich meine, sie hat sich zwar wirklich von ihm getrennt, aber ich habe trotzdem irgendwo ein schlechtes Gewissen. Wie viele Familien wohnen in dem Haus? Es ist ein Sechsfamilienhaus. Sechs Familien, das ist ziemlich klein, da kriegt man viel mit. Was? Ja, vor allem da ist sie meine direkte Nachbarin. Auch das noch. Das heißt, wenn deine Tür aufgeht und ihre Tür geht auf, dann steht ihr beiden euch gegenüber. Weiß sie das denn inzwischen, dass du mit ihm zusammen bist? Nein, ich glaube nicht. Ach, das weiß sie noch gar nicht. Nein, richtig. Das ist so. Es ja. Ah ja. Und ich habe sie Gott sei Dank auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, weil ich glaube, ich könnte nicht in die Augen schauen. Also ich stelle mich bestimmt auch ein bisschen an. Ja, finde ich auch. Eigentlich im Prinzip ist es doch eine saubere Sache. Du hast ihr ja nicht ausgespannt und klar, es hat immer so ein bisschen einen seltsamen Beigeschmack, aber letztendlich, für dich dürfte es keinen seltsamen Beigeschmack haben. Ja. Du stehst ja sauber da. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht, das ist keine Ahnung. Das ist eine Situation einfach. Wie sieht er das denn? Ja, also er meint, ihm wäre es wurscht quasi. Also er würde am liebsten auch bei ihr klingeln so und würde dann sagen, hey, ich bin jetzt bei deiner Nachbarin. Und dann sage ich zu ihm, hey, nee, ist ja Blödsinn. Er meint auch nicht wirklich ernst, denke ich, aber... Wie ist denn dein Verhältnis eigentlich so zu dieser Nachbarin? Würdest du das fast schon ein bisschen freundschaftlich bezeichnen oder eher nur so eine Bekanntschaft? Ja, es war eigentlich ganz nett so am Anfang. Wir haben uns wirklich ganz gut verstanden. Aber man trifft sich so auch nicht immer wieder mal und macht was, das nicht. Hm. Zufällig auf dem Gang, aber das war es dann auch schon. Ja, aber ich meine letztendlich, ja klar, das ist egal, ne? Also schon allein der Gedanke an die Situation. Die Situation ist vielleicht ein bisschen seltsam und du solltest dir irgendwas zurechtlegen, falls das dann mal zu einem Zusammentreffen kommt, dass du dann vielleicht sogar irgendwas Witziges sagst, um die Situation vielleicht etwas zu entspannen. Ja, ich versuch's mal. Also noch möchte ich nicht dran denken, wie gesagt. Es ist ja auch noch nicht so ganz nah bei euch und wer weiß, wie sich das entwickelt. Ja, und wenn, dann müsst ihr eher vielleicht auch damit große Probleme haben, aber hat er ja nicht. Ja, er sieht ganz entspannt. Also ja. Er meinte, naja, ich komme doch vorbei und lass uns schön was essen gehen und ich hol dich ab. Und ich so, du bist lustig, weißt du? Also, ja. Ja, lass die Dinge mal auf dich zukommen und wie gesagt, ich finde, du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Du hast ja nichts Schlimmes gemacht. Ja. Ja. Liebe Sina. Wenn du das sagst. Finde ich, ja, sicher, na klar. Klar. Die haben sich getrennt, die beiden. Ja, stimmt schon. Also, stimmt schon. Grünes Licht für alle anderen. Auch für dich. Ich danke dir. Liebe Sina, alles Liebe, alles Gute. Ja, tschüss. Danke dir auch, ciao.
Und hier ist die die Ines. Und die Ines ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Ines. Ich wünsche dir und allen deinen Mitarbeitern und allen, die zuhören, erstmal einen richtig schönen guten Morgen. Das ist ja nett von dir. Wir freuen uns drüber. Ja. Wünschen dir auch einen guten Morgen und sind sehr gespannt, was du uns zu unserem Thema erzählen wirst. Ja, super. Ich habe ein ganz großes Problem. Mhm. Mein Nachbar ist mein Mann. Dein Nachbar ist dein Mann? Genau. Eine Bitte. Stellst du den Ton von deinem Fernseher ganz ab? Kann ich gerne machen. Dann können wir besser sprechen. Besser? Das hoffe ich. Wenn ich mich jetzt nicht als Echo höre, dann ist alles in Ordnung. Wie? Dein Nachbar ist dein Mann? Mein Nachbar ist mein Mann. Wie kommt das? Erzähl uns, erkläre es uns. Ist etwas schwierig zu erklären, weil mein Mann ist etwa vor einem Jahr, von heute auf morgen, als ich mit meinem Sohn, der ein bisschen hyperaktiv war, in der Kinderklinik war und ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, von heute auf morgen zu einer 18-Jährigen gezogen. Ist das euer Sohn oder dein Sohn? Nein, unser gemeinsamer Sohn. Euer gemeinsamer Sohn. Ja. Und er ist von heute auf morgen zu einer 18-Jährigen gezogen. Ja. Und wie alt ist dein Mann? 34. 34. Mhm. Von heute auf morgen? Bitte? Ich sag von heute auf morgen. Ja, von heute auf morgen. Du wusstest gar nichts davon? Nein. Wie lange wart ihr bis dato zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre? Ja. Und dann kommt er zu dir und sagt, pass mal auf, tschüss, ich ziehe jetzt zu einer 18. Gesagt. Wie? Einfach nur, als ich nach Hause gekommen bin zum Frühstück, weil, wie gesagt, Kinderklinik, von heute auf morgen nach Hause gekommen, ich war so gegen 9:30 zu Hause, Koffer genommen, so, ich packe jetzt. Und ihr hattet nicht gestritten vorher? Nein. Da sagt er, ich nehme jetzt den Koffer. Ja. Und dann sagst du, ja, wozu willst du den Koffer nehmen? Genau. Und dann sagt er, ich ziehe jetzt zu einer 18-Jährigen. So. Ja, ich ziehe zu einer Bekannten und da geht's mir besser. Und dich hat der Schlag getroffen? Ja, aber genau. Ich muss dazu sagen, ich hatte vor 2004 eine Brustoperation. Mhm. Ist ja Brust erhalten, operiert worden. Ja. Nur für mich war das genauso ein Schlag von heute auf morgen. Ja, aber natürlich. Ja. So, und dann, ich habe so ein bisschen Respekt und ein bisschen Würde verdient. Mhm. Und nix. Und damit war das Gespräch dann beendet, nachdem er sagte, da habe ich es besser, ich ziehe zu einer Bekannten. Ja. Und dann hat er seine wichtigsten 7 Sachen gepackt und ist gegangen. Ja, genau. Und dann? Erzähl ich weiter. Ich wusste nicht, keine Telefonnummer, keine Adresse, nichts. Wie lange war er dann weg? Bis ich wieder von ihm gehört habe, circa so 4 Wochen. Mhm. Und wie kam, wie war das dann, als er sich wieder gemeldet hat? Er hat Telefon gekündigt, Strom gekündigt. Muss ich dazu sagen, wir haben ein Riesenhaus. Mhm. Mit Grundstück, 400 Quadratmeter. Das muss ja auch alles bezahlt werden, ne? Mhm. Ja. So, dann kam er dann irgendwann wieder und warum kam er wieder? Um die Sachen zu regeln, oder? Nein, er kam wieder mit der Begründung, ist der Verdiener und ich bin nur Hausfrau und Mutter. Mhm. Ich müsste ja schließlich ein paar Sachen rausrücken. Kind, um mein Kind zu schützen, damit er das nicht mitbekommt, was Papa macht, habe ich gesagt, okay, wir gehen schwimmen, gehen in ein Erlebnisbad. Mhm. Und auf gut Glauben habe ich mich auf meinen Mann verlassen. Mhm. Als ich wiederkam, war das ganze Haus leergeräumt. Das ganze Haus war leergeräumt? Ja. Wie, deine Sachen auch und die Sachen des Kindes? Nein. Nee, aber so das Wohnzimmer war weg und... Bis auf die Küche war alles weg und das Kinderzimmer. Das Kind war zu der Zeit wie alt? 4. 4. Du erzählst ja eine Geschichte, das ist eine Sache. Das war vor einem Jahr, sagst du. Mhm. So, und dann hast du gerade gesagt, der ist jetzt mein Nachbar. Ja. Wohnst du denn noch in diesem großen Haus? Wir wohnen zurzeit im Parterre. Wer ist wir? Dein Kind und du? Mein Sohn und ich. Ja. In diesem Haus? Ja. Mhm. Das Dachgeschoss war ausgebaut. Ja. Das hat bis zum letzten Sommer eine junge Frau bewohnt. Mhm. Und das war unsere Mieterin. Mhm. Die haben wir gekündigt. Und jetzt wohnt er da oben. Ach so, er wohnt jetzt in dieser separaten Wohnung quasi in eurem Haus oben. Also ist eine
schon eine super Wohnung. Ja. Das war eine Dachgeschosswohnung, aber die hat 130 Quadratmeter. Wow, das ist nicht schlecht für jemanden alleine. Ja. Wohnt er alleine oder wohnt er mit seiner Freundin da? Nein, er wohnt alleine. Hat er denn immer noch seine Freundin? Nein. Hat er nicht? Nein. Aber er ist auch nicht mehr so zu dir zurückgekommen? Zu mir im Prinzip nur zum Kochen, Putzen. Also ihr seid jetzt so Nachbarn? Ein nachbarschaftliches Verhältnis, aber ihr seid kein Paar mehr. Nein. Und was heißt kochen und putzen? Das heißt, du musst für ihn kochen und für ihn putzen, oder was? Ja. Und warum tust du das? Ja, gute Frage. Ja, ne? Hm. Ja, warum tust du es? Weil im Prinzip würde ich sofort hier ausziehen wollen, um mir ein eigenes Reich zu schaffen. Mhm. Nur die Wohnung hat er, ich weiß nicht warum, auf mich schreiben lassen. In der du jetzt wohnst? Ja. Wie auf dich schreiben also lassen? Also das Haus gehört praktisch mir. Ja. Obwohl ich Hausfrau bin und kein, ich kann das Haus nicht abzahlen. Mhm. Und er hat mich damit in der Hand, ne? Also das Haus gehört dir, obwohl, und er zahlt es weiter ab, oder wie? Er zahlt es weiter ab, ja. Hm. Hm. Ja, da müsste sich ja mal einfach mal mit beschäftigen, am besten einen Rechtsanwalt, wie man da rauskommt. Und ich komme da gar nicht raus. Hast du dich nur juristisch beraten lassen? Ja. Ja? Ja. Gibt's keinen Weg? Nee. Kann ich gar nicht so glauben, aber... Wenn wir das Haus veräußern können, ja, hätte ich auch seine Einstimmung dafür. Ja. Nur, Aber, Solange sich kein Käufer dafür findet, kann ich ihn nicht ausziehen. Aber nun gut, ein Käufer würde sich ja vielleicht unter Umständen finden, wenn man das professionell angeht. Aber lass uns mal diese organisatorische Sache mal an den Rand stellen. Wie ist denn euer Verhältnis miteinander? Wie verkehrt ihr miteinander, abgesehen davon, dass du kochst und putzt? Mittlerweile ist es ganz freundschaftlich. Also ihr sprecht schon miteinander? Ja, ja. Aber es wurde nie... Das ist Kindes wegen. Ja, kriegt das Kind denn das so mit, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt? Ja, ja. Mhm. Aber er hat nie irgendwie mal was aus der Vergangenheit versucht zu erklären, warum er damals so gehandelt hat, warum er mit dir unzufrieden war. Offensichtlich war er mit dir unzufrieden. Er war nicht mit mir unzufrieden. Das glaube ich schon, wenn er so einen Schritt unternimmt. Er wird nicht glücklich mit dir gewesen sein. Aber wie gesagt, ich hatte vor 2 Jahren Krebs. Bitte? Wie gesagt, ich hatte vor 2 Jahren Krebs. Ja, ja, sicher. Und irgendwann bekommt er ohne Chemotherapie. Mhm. Und bekommt Haarausfall. Mhm. Und er hat da keinen Hehl draus gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass jemand zu mir steht und sagt, genau wie ich es gemacht habe. Ich wollte wegen meines Kindes wegen, habe ich da drum gekämpft. Ja. Und er meint nur, jemand, der eine Glatze hat, ist für mich ein Krüppel. Ja, das meinte ich gerade damit. Ohne total erniedrigt. Schlimm genug, dass er das, es ist furchtbar, dass er es so sieht. Aber das hat er zumindest so ausgesprochen mal. Ja. Das heißt, du weißt schon, wie der tickt. Ja. Du bist ja so lange mit dem zusammen gewesen. Hast du diese Seite von ihm früher auch mal irgendwie so mit? Gar nicht. Nee. Ich meine, das ist ja eine ganz brutale Seite. Ist ganz schlimm, ja. Ne, wenn man den Menschen, den man liebt, mit dem man ein Kind hat, fallen lässt, weil dieser Mensch schwer krank ist, wo er die besondere Zuneigung eigentlich braucht für einen Partner. Nee, hat er mir nie gegeben. Mhm. Also was wäre denn dein Wunsch wäre, wenn sich das irgendwie da formal lösen ließe, dass du aus dem Haus rausgehst? Mein Wunsch wäre eigentlich, dass ich hier rauskomme, mir mit meinem Sohn ein neues Zuhause aufbauen würde und keine Sorgen mehr hätte. Mhm. Weil das belastet mich unheimlich, ne? Das glaube ich. Hast du denn, ich meine, manchmal ticken Menschen ja ganz merkwürdig. Dann werden sie gedemütigt und verletzt und sagen dann dennoch, ich liebe diese Person. Hast du noch irgendwie so ein Restgefühl für diesen Mann? Nee. Das hat er kaputt gemacht. Ja. Mhm. Aber ganz vollständig. Wie denkst du denn, wie das jetzt weitergeht, wenn du nicht rauskommst? Werdet ihr da jetzt erstmal die nächsten Jahre da so quasi wie Mieter nebeneinander in einem Haus wohnen? Das würde schon gehen, nur im das ist für mich keine Perspektive. Mhm. Ist es irgendwie für dich auch eine Belastung, ihn dann? Ja, glaube ich. Mhm. Von heute auf morgen, wenn er sagt, du musst hier raus, wir müssen hier raus. Erstmal habe ich bei einer Krankheit zu kämpfen und ich möchte für meinen Sohn da sein, wo er mich sowieso nicht unterstützt.
Wie geht es dir denn gesundheitlich im Moment? Also momentan geht es mir super. Geht es dir super. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Mhm. Meine Eltern wohnen hinter Kassel. Mhm. Meine Schwiegereltern wohnen in Gelsenkirchen. Mhm. Und wir wohnen in Unna. Und das ist ziemlich alles weit weg, ne? Verstehe. Alles kompliziert, ja. Der mir hilft, ne? Also wir sind hier, wir haben im Hintergrund natürlich keine Juristen hier sitzen, die helfen. Aber ich würde vorschlagen, dass wir dich doch nochmal anrufen und nochmal beraten. So ganz glauben kann ich das nicht. Vielleicht können wir dir irgendwie zumindest einen Kontakt machen zu jemandem, der da nochmal drüber guckt, über die ganzen Formalitäten, ja, in denen du da gefangen zu sein scheinst. Weil es ist wirklich ein tierisches Problem. Ja, das glaube ich ja. Liebe Ina, du legst bitte auf und wir rufen nochmal an gleich. Alles klar. Alles Gute, von Herzen. Wünsche ich euch auch. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer, wenn ihr euch gerne mit mir über das Thema Nachbarn unterhalten wollt. Was habt ihr mit euren Nachbarn oder wegen eurer Nachbarn schon erlebt? An schönen Sachen, an schlimmen Sachen. Vielleicht auch an völlig abgedrehten Sachen, wie auch immer. Das ist unser Thema heute Nacht, 0800 220 50 50. Hier ist Rita. Rita ist 45 Jahre alt. Hallo Rita. Hallo Domian. Ja, hallo Rita. Schön, dass du da bist. Ja. Zu unserem Thema Nachbarn. Ja, ich habe es gerade schon deinem Team gesagt, und zwar ist Folgendes. Ich wohne seit ungefähr, 15 Jahre in dem Haus jetzt. Mhm. Und hat seit 10 Jahren eine Beziehung und hat den Mann in dem Haus auch kennengelernt. Mhm. Über Treppe putzen. Mhm. Und naja, da hat sich, ich bin unheimlich aufgeregt, Entschuldigung. Mhm. Und da hat sich das jetzt rauskristallisiert, 2005, dass seit 3 Monaten meine Schwester, die war auch in dem Haus wohnt, ist ein Hochhaus. Mhm. Und die hat 2005 mit meinem Freund damaligen, denn wo ich das in 10 Jahren hatte, ein Verhältnis angefangen. Mhm. Und ich habe das rausgefunden. Die beiden sind jetzt verheiratet und wohnen nach wie vor unmittelbar über mir quasi. Oh, das ist ja hart. Das ist ja hart. Ja. Das heißt, du warst, also ich fasse es nochmal zusammen. Du warst mit diesem Typ 10 Jahre zusammen. Mhm. Der wohnte, den hast du in deinem Haus kennengelernt beim Putzen. Ja. So, und dann hat sich deine Schwägerin, ne? Mhm. Nee, Schwester. Schwester, nicht Schwäger. Mhm. Schwäger ging ja nicht. Die Schwester an den Rang gemacht. Und jetzt wohnt deine Schwester und der Typ, die beiden wohnen in dem Haus. Ja, wir hatten, also meine Schwester und ich, wir wohnen schon seit längerem in diesem Haus. Ach, die Schwester wohnt auch in dem Haus? Ja, ja. Ah, so, ah ja. Mhm. Im Hochhaus und ich wohne im 4. OG und die im 5. Also ganz nah beieinander. Ganz nah beieinander. Mhm. Kann man sagen, dass die Schwester ihn dir ausgespannt hat? Schon, ja. Ja, wobei zum Ausspannen gehören ja 2. Also er hat natürlich genauso viel Schuld, wie deine Schwester Schuld hat. Ja, zum 50% würde ich sagen, dass das schon der Fall ist. Aber wie gesagt, sie ist halt mehr oder weniger darauf bedacht. Sie hat immer schon die Art gehabt, die Männer anzumachen. Und ja. In den 10 Jahren, als ihr ein Paar wart, das ist ja auch eine verdammt lange Zeit, habt ihr doch wahrscheinlich ganz viele Dinge zusammen gemacht. Ihr, du und dein Freund und deine Schwester. Ja, auch. Also unsere Familienverhältnisse waren auch immer sehr gut. Mhm. Er hat so gut wie keine Familienverhältnisse, er hat nur eine Schwester. Ja. Und mit der Schwester hat er wenig Kontakt gehabt. Ja. Aber mit unserer Familie kam er immer sehr gut klar. Ja. Und aber du hast mit diesem Mann keine Kinder? Nee, um Gottes Willen. Gott sei Dank nicht. Das ist dann schon mal ganz gut, ja. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen dir und deiner Schwester und dem... Gar keins mehr. Gar keins mehr. Aber das ist ja auch eine krasse Sache, dass ihr dann in einem Haus wohnt und euch auch im Haus vor begegnet, im Keller oder vor dem Haus, und wie grüßt ihr gar nicht? Aber wir begegnen uns mehr oder weniger nicht, weil ich ja weiß, dem aus dem Weg zu gehen. Ich weiß, wann die beiden arbeiten gehen, und dann umgehe ich das eigentlich immer. Ist es denn schon mal passiert so in der letzten Zeit, dass ihr euch da doch zufällig irgendwie gesehen habt? Ja, ab und zu schon. Also die Nachbarn, die gucken mich danach immer komisch an, beziehungsweise also sie müssen ja komisch angeguckt werden. Ich habe ja im Prinzip nichts gemacht. Wenn du die beiden triffst, zufällig, was ist dann? Sagt ihr wenigstens guten Tag oder auch nicht das? Gar nichts. Wie ist denn das damals rausgekommen, dass die beiden was miteinander haben? Wie hast du das rausgekriegt? Ja, er hat immer sein Handy normal nicht mitgenommen, wenn er damals mit einem kleinen Hund gehabt. Mhm. Und er ist mit dem Hund dann Gassi gegangen. Mhm. Und da hat er sein Handy immer nicht mitgenommen, und da hat er das Handy mitgenommen und ist dann
auch über längere Zeit mit dem Hund weggegangen, wo das normal vorher nicht der Fall war. Mhm. Und da war er gar nicht unterwegs mit dem Hund, sondern war oben doch, bei der... auch, aber er hat dann mit ihr telefoniert. Ach so. Und wie bist du dem dann auf die Schliche gekommen? Ja, indem, dass er die Handy-Einzelverbindungsnachweis und dann war dann halt zig mal ihre Handynummer. Ach so. Und da hast du ihn zur Rede gestellt? Ja, hab ich. Aber da warst du doch völlig baff wahrscheinlich, als du die Mobilfunkrechnung gesehen hast. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe halt immer gedacht, Blut ist dicker wie Wasser, aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Ja, hat er es denn zuerst abgestritten? Nicht direkt. Also er war wahrscheinlich überrascht, dass ich jetzt dann dorthin gekommen bin, aber er war ziemlich perplex, sagen wir mal so. Hast du denn sofort, als du diese Rechnung gesehen hast, direkt Verdacht gewittert oder hast du zuerst noch gedacht, naja gut, der hat halt irgendwie mit der mal telefoniert, aber da ist nichts, da steckt nichts hinter? Oder war dir die Sache gleich nicht so ganz klar? Nee, mir war das eigentlich von vornherein klar, dann, dass da was läuft. Und ich habe das auch auf den Kopf zugesagt und da hat er halt gesagt, ja. Und sie ist dann, er hat sie dann angerufen und sie ist dann runtergekommen und dann gab es dann hier in der Wohnung ein riesengroßes Palaber. Ach so. Und war sie noch frech? Na, frech ist übertrieben, aber sie hat halt gemeint, sie ist im Recht und sie hat alles richtig gemacht und was weiß ich, dann habe ich gesagt, das ist nicht so, also... Also sie hat auch keinen Ton des Bedauerns gesagt? Nee, gar nichts. Sich nicht entschuldigt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Mhm. So, wie lange hat das dann noch gedauert, bis er dann ausgezogen ist und hochgezogen? Er ist in demselben Abend, ist er noch hochgezogen. An demselben Abend noch? Mhm. Oh weia, und das nach einer 10-jährigen Beziehung? Ja. Fast 10 Jahre. Also fast 10 Jahre. Im Januar 95 zusammengekommen und im Dezember 2005 ist das passiert. Das heißt, er ist dann direkt an demselben Abend hochgegangen und hat dann so peu à peu seine Klamotten im Laufe der nächsten Tage auch hochgeholt? Nee. Er hat also eine eigene Wohnung gehabt und ich habe auch noch eine eigene Wohnung gehabt. Ach so, ihr wart gar nicht dann endgültig zusammengezogen in deine Wohnung. Ah ja, verstehe. Mhm. Ja. Mann, wie war denn dein Verhältnis früher, vor diesem Vorfall, zu deiner Schwester? Sehr gut. Also sehr gut sogar. Meine Eltern haben immer darauf geachtet, dass wir und der Geschwister, wir sind 4 Mädchen zu Hause gewesen. Mhm. Und das war sehr gut. Wir waren also regelmäßig zusammengesessen und haben Kaffee getrunken. Meine Mutter ist 88 verstorben und mein Vater 2002. Und umso schlimmer ist es ja, wenn das so gut war, umso schlimmer ist es dann, ne? Mhm. Was sagen denn die anderen Schwestern jetzt zu diesem Wahnsinn, der da abgegangen ist? Ja, die haben darüber auch den Kopf geschüttelt. Haben die denn jetzt mit euch beiden noch Kontakt oder nur mit dir? Nur mit mir. Also nur mit dir. Auch beide von meinen anderen 2 Schwestern haben auch keinen Kontakt mehr. Ja. Möchten sie auch nicht. Kam es dir mal irgendwann in den Sinn, aus diesem Haus ganz rauszuziehen, um denen fern zu sein? Wenn ich die finanziellen Mittel dazu hätte, würde ich das tun. Würdest du es tun? Das habe ich leider nicht. Mhm. Bittere Geschichte. Ja. Bittere Geschichte. Wie würdest du jetzt so dein Gefühl beschreiben? Bist du schon ein bisschen drüber hinweg, oder? Ich bin da drüber weg. Was mich eigentlich noch bedrückt ist, und zwar die Leute im Haus, ältere Leute vorübergehend, sind in dem Haus. Die haben dann zu mir gesagt gehabt, sie hat ihre Strafe eigentlich bekommen. Und zwar aus dem Grund, 2005 ist das passiert und 2006 ist die Tochter von ihr gestorben. Oh, ja, das darf man dann auch nicht so sehen. Oder? Nee, ich habe das nur in den Sinn nie gekriegt, aber die Leute haben mich darauf angesprochen und die Leute sagen, also ich soll eigentlich froh sein, dass ich los bin. Die Tochter ist gestorben, das war denn deine Nichte? Meine Nichte, mit 19. Mit 19, was ist da passiert, ein Unfall oder? Nee, kein Unfall, meine Nichte, die hat Bulimie gehabt. Ja. Und ich nehme an, dass das also über Jahre lang gewesen ist. Ja. Und an den Folgen der Bulimie dann verstorben ist. Ja, sie ist eigentlich... Aber dann hast du doch dieses Kind sehr nah und intensiv früher mitbekommen, als ihr noch ganz ein gutes... Nah, ganz nah. Ging es dir denn dann auch nicht sehr nahe, als das Kind, als sie dann verstorben ist? Selbstverständlich, um Gottes Willen. Meine Nichte habe ich lieb gehabt, so wie meine eigenen 2 Kinder. Konntest aber nicht zur Beerdigung gehen? Doch, gut, war bei der Beerdigung. Da war das kurzfristig auch mal wieder kein Thema. Ja. Da haben wir uns auch mit ihr habe ich mich dann wieder, was ist versöhnt, das ist zu viel ausgedrückt, aber ich hatte mit ihr wieder Kontakt und naja, 3 Monate, 4 Monate später war das dann wieder Padü. Mann, Rita, das ist wirklich keine schöne Geschichte. Nee, und da hast du richtig einfach Pech gehabt, kann man sagen. Aber gut, wenn du einigermaßen drüber hinweg bist und... Ich bin drüber weg. Also ich habe jetzt halt bloß gedacht,
ich muss das mal erzählen, weil das ist also wirklich ein Fall. Das passt wirklich zu dem Thema, wirklich. Ja. Ja. Liebe Rita, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Gleichfalls ein Gruß an dein Team und noch weiter so. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Johanna. Johanna ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, da ist Johanna, stimmt das? Ja, genau, Johanna ist. Und hier. Johanna ist 25. Genau. Super. Johanna, zum Thema Nachbarn. Ja. Bitte den Fernseher, den Ton runter. Okay, alles klar. Oder bitte ganz weg drehen. Ganz weg, ganz weg. Also, und zwar, ich lebe in einem Altbauhaus und ich bin so vor 3 Monaten da eingezogen und wohne im 4. Stock und ich habe eine Nachbarin im 3. Stock. Die wohnt also unter mir und ich muss dazu sagen, ich bin lesbisch. Und ich habe die schon sehr oft halt natürlich gesehen. Wir begegnen uns im Hausflur und ich finde sie einfach toll. Also ich habe leider noch nie wirklich mit ihr geredet, immer nur so kurz und hallo und kurz übers Wetter, also diese oberflächlichen Gespräche halt im Hausflur. Aber ich bin so fasziniert von dieser Frau. Also ja, unglaublich einfach. Wohnt sie denn alleine in der Wohnung? Ja, sie wohnt alleine in der Wohnung. Sie wohnt, das ist schon mal erstmal ein ganz gutes Zeichen, kann man ja so sehen. Du wohnst ja erst 3 Monate, sagst du da, ne? Ja. Da kriegt man noch nicht so viel mit. Das heißt, du hast über andere Leute auch noch nichts rausgekriegt, irgendwie, wie ihre Verhältnisse so sind. Ob sie hetero ist, ob sie einen Freund hat, ob sie vielleicht sogar... Nee, das weiß ich leider nicht. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ja, hörst du? Ja, da sind immer große Unterbrechungen drin. Also ich hatte gefragt, ob du so ein bisschen was schon rausgekriegt hast von ihr über sie. Hallo? Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Doch, hallo, ich höre dich. Ja, jetzt, gut. Ein Versuch noch. Ja. Also du weißt nichts über sie. Nein, also ich bin der Meinung, dass sie keinen Freund hat. Ja. Oder Freundin. Ja. Ich hoffe natürlich eher Freundin. Ja. Wobei das natürlich auch kompliziert wäre, wenn sie eine Freundin hätte. Ja. Wenn sie in festen Händen wäre, hättest du auch keine Schnitte. Ja, aber ich hoffe halt, dass sie auf jeden Fall lesbisch ist. Aber ich habe halt noch nie jemanden gesehen bei ihr. Habe sie bis jetzt immer nur alleine gesehen. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie nicht in einer festen Partnerschaft ist. Aber Johanna, wenn man irgendwo frisch eingezogen ist, dann ist das doch irgendwie eine ganz tolle Möglichkeit, so Kontakt zu knüpfen mit den Nachbarn, indem man sagt, ach, kommen Sie doch mal auf einen Kaffee hoch. Ja, es ist halt nicht so leicht, weil Berlin und jung und es ist sehr anonym und meistens die Leute laufen vorbei und sagen nur Hallo und gehen sofort weiter. Und ich finde sie wirklich so toll, also ich bin so fasziniert von ihr und also... Ich höre halt auch immer, also ich höre halt sehr deutlich, was sie macht. Ja. Und ich höre halt immer, ob sie Musik hört, ob sie Fernsehen guckt. Ich höre auch, wenn sie telefoniert oder zum Beispiel auch, wenn sie badet, höre ich das. Das hört man im Altbau immer, ne? Ja, es ist sehr hellhörig. Und was ich halt eigentlich noch erzählen wollte, ist, ich war halt auch bei ihr in der Wohnung. Du hast eine Wohnung? Ja. Also du hast geklingelt und bist reingegangen. Also habt ihr doch schon ein bisschen näher. Nein, ich habe nicht geklingelt. Du hast nicht geklingelt? Nein. Sondern? Nee, sie war nicht da. Wie, sie war nicht da? Ja. Hä? Was? Ich bin in ihre Wohnung eingebrochen. Du bist in die Wohnung eingebrochen? Ja. Bist du wahnsinnig? Ja. Wie, du bist in die Wohnung eingebrochen? Ich wollte halt unbedingt sehen, wie es da aussieht und wie sie lebt. Also es hat mich schon die ganze Zeit beschäftigt und es war abends, ich war zu Hause, also es war vor 2 Wochen Mittwoch. Ja. Ich war zu Hause und habe halt gehört, wie sie rausgegangen ist und ja, und bin dann? Runtergegangen. Ich habe gehört, dass sie nicht abgeschlossen hat. Ich bin runtergegangen, ja. Habe die IC-Karte durchgeschoben. Also ich weiß das halt von mir, dass das sehr einfach ist. Und habe die IC-Karte durchgeschoben und dann war ich in der Wohnung drin. Und die Tür ging auf? Die Tür ging auf, und ja. Du bist in die Wohnung reingegangen? Ja. Wie lange hast du dich in der Wohnung aufgehalten? Naja, also ich kann es schwer einschätzen. Ich denke so... Naja, knapp eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde? Ja. Das heißt, du hast alles dir angeguckt? Ja. Hast du auch Schubladen aufgemacht? Du hast Also gewühlt habe ich nicht. Nee, aber du hast... Nee, ich habe Respekt auf jeden Fall. Naja, so viel Respekt hast du nicht, wenn du in eine fremde Wohnung gehst. Da ist ja schon... aber ich habe halt nichts durchwühlt. Also das ist so, gucken, du... Wie sie lebt. Bitte? Ich wollte nur gucken, wie sie lebt. Und dann bist du wieder rausgegangen? Ja, nee, ich habe mich... Also ich bin halt rumgegangen... Hab mir die Räume angeguckt. Ja.
und habe mich dann auch ich habe mich kurz in ihr Bett gelegt. Also es ist mir auch unheimlich peinlich, aber das ist ja unglaublich. Ja. Nur 20 Minuten und dann bin ich wieder hochgegangen. Das ist ja fast schon ein bisschen pathologisch, was du mir da erzählst. Du hast sie ins Bett gelegt. Ja. Du musstest das Bett doch dann wieder herrichten, dass sie das nicht merkt. Nee, das war nicht gemacht. Das war nicht gemacht? Nee, es war sehr zerwühlt. Und bist dann wieder hochgegangen. Hast du irgendwas für dich Interessantes entdeckt in dieser Wohnung oder gesehen? Ja, sie hat eine ganz tolle Wohnung. Weiter aber nichts. Naja, also ganz viele Kleinigkeiten halt. Also konntest aber aus der Wohnung... Ich jetzt nicht genau erzählen. Du konntest aus der Wohnung nicht entnehmen, ob sie... Nein, das nicht. Aber, Janne, das ist natürlich völlig bescheuert, was du da gemacht hast. Bescheuert? Aber hallo, ist das bescheuert, was meinst du da gemacht hast. Ich bin verrückt. Bitte? Meinst du, ich bin verrückt? Ja, es ist, man geht doch nicht in andere Wohnungen. Möchtest du, dass jemand in deine Wohnung geht? Naja, das ist wirklich, war ja nicht böse gemeint. Es ist doch völlig wurscht, wie es gemeint ist. Es ist ein Eindringen in die Intimsphäre eines anderen Menschen. Ja. Das würdest du grauselig finden, wenn irgendjemand anderes in deiner Wohnung rumlaufen würde. Also wenn sie in meiner Wohnung rumlaufen würde, würde ich es gut finden. Nein, aber wenn der Typ, der über dir wohnt oder der nebenan wohnt, ein toller junger Mann, wenn der in deine Wohnung ging, weil er dich geil findet, möchte ich aber wissen, was bei dir los wäre. Ja, ich weiß, dass es nicht in Ordnung war. Ich meine, jetzt hast du dir fast schon alles versaut. Wenn jetzt irgendwie nochmal ein Kontakt aufgebaut würde, steht natürlich dieses Ding immer in der Luft. Ja. Nee, das kann ich ihr natürlich nicht sagen. Ja, aber... Aber vielleicht soll es auch einfach eine heimliche Liebe bleiben. Ja, also so wibbelig, wie du zu sein scheinst, habe ich den Eindruck, dass du die schon gerne kennenlernen möchtest, was ja auch okay wäre. Würde ich ja gerne, aber ich weiß, also ich habe auch ein unheimlich schlechtes Gewissen und ich weiß, dass wenn ich jetzt Kontakt zu ihr aufnehme, dass ich kann ihr das ja nicht sagen, aber ich werde die ganze Zeit daran denken, dass ich schon mal in ihrer Wohnung war und... Ja, also wenn du mit ihr Kontakt... Das mich auch total. Also es ist wirklich, mir ist es auch so peinlich. Hast du denn früher schon mal so... Nee, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin also eigentlich wirklich ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch. Ja, und ich habe sowas noch nie gemacht und ich muss sagen, ja, es macht mich richtig verrückt. Mir ist es peinlich, mir ist es unangenehm. Also meine Freundin sitzt jetzt gerade neben mir, der habe ich das halt auch erzählt, weil ich musste mit jemandem darüber reden. Ja, also ich schäme mich vor mir selber. Es gibt da eigentlich nur noch eine offensive Möglichkeit. Wenn du mit dieser Frau in Kontakt kommst. Nein, Domian, das kann ich nicht machen. Also, das ist doch die Frage. Nehmen wir mal an, ihr kämt in Kontakt. Nehmen wir mal. Kannst du nicht erwarten. Nein, lass mich doch mal ausreden. Nehmen wir mal an, ihr kämt in Kontakt. Nehmen wir an, es würde sogar ein sehr enger Kontakt. Dann musst du das irgendwann beichten. Sonst ist dieser Kontakt für die Katz. Für die Katz, ja. Ja. Ich meine, es ist so alles schon schlimm genug. Wir wollen gar nicht weiter. Aber dann musst du es wirklich sagen. Findest du, ich soll es sagen? Ja. Nee, ich finde, ich kann es nicht sagen. Also ganz ehrlich. Ich kann das nicht sagen. Man kann doch nicht einfach einem Menschen sagen, du, ich bin in deine Wohnung eingebrochen. Weil ich so verrückt nach dir bin. Also ich meine, stell dir mal vor, du würdest jemanden kennenlernen. Ja, ja? Das ist schlimm. Ja. Und du würdest dich gut mit dem Menschen verstehen. Ja, und der würde dir sagen, du, hör mal zu, ich bin in deine Wohnung eingebrochen. Aber du siehst, in welches Dilemma du dich jetzt gebracht hast, ne? Ja, das heißt, aber du hast dir das auch denken, der ist verrückt, oder? Du hast dir das jetzt quasi kaputt gemacht, was du so gerne haben möchtest. Ja, ich weiß. Ich bin verrückt, glaube ich. Das klingt immer so nett mit dem Verrückten, aber das ist jetzt irgendwie nicht nett, was da gelaufen ist. Nein, ich weiß. Was denkst du dir denn so für dich? Wie du hast mit deiner Freundin, deine Freundin ist da neben dir, was, ihr habt miteinander gesprochen, wie soll es denn weitergehen? Eure Auffassung da. Soll ich sie dir mal geben? Nee, wir haben keine Zeit mehr. Sag du mir es schnell. Ja, na, sie sagt, ich soll in therapeutische Behandlung gehen. Ja gut, wer weiß, was da noch alles hinterhängt. Das ist ja vielleicht ein weiterer, ganz guter Ratschlag. Was da vielleicht noch hinterhängen könnte. Meinst du, das ist wirklich so schlimm, dass ich in therapeutische Behandlung gehen sollte? Kann ich jetzt nicht so beurteilen. Aber das kann mein Psychologe beurteilen und der ruft dich jetzt nochmal an, wenn du das gerne möchtest. Nee. Nee? Nein. Okay. Ich entscheide das selbst. Dann entscheide du es selbst und dann muss ich mich leider von dir verabschieden, weil die Sendung jetzt gleich rum ist. Okay, gut. Jana. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, ich dir auch schöne Grüße nach Berlin. Ja. Tschüss. Rick. Tschüss. In der Technik.